Wir sind heute wieder auf dem Schweriner See und ich möchte heute mal auf Barsch fischen. Einer meiner Lieblingsköder ist und bleibt der Zocker. Ich habe hier mal verschiedene Muster zur Auswahl auf meine Hand gelegt. Da kann man das wunderbar erkennen. Was für Favoriten ich benutze, sehr gerne fische ich natürlich mit Silber. Das ist hier eine sehr tolle Farbe auf dem Schweriner See, aber auch Rot oder besonders gut ist dieser Barschdekor. Das fängt sehr gut. Barsch ist sowieso einer der schönsten Fische, finde ich, hier im Schwerin. Ist er sehr viel vertreten. Besonders zum Hechtefischen ist Barsch auch eine ganz tolle Farbe. Und mal sehen, ich werde mal versuchen jetzt mit einem kleinen Zocker, auch hier ebenfalls in Barschdekor, ein paar Fische zu fangen. Aggressive Farben hier, in diesem Fall ein Twister mit einem, also ein weißer Twister mit einem roten Jig-Haken. Und vorweg als Gewicht benutze ich ein Birnblei, das ist ca. 1 Meter vorgeschaltet. Das Schöne ist, man kann die Montage dadurch sehr weit werfen. Langsam reingekurbelt ist natürlich ein Twister. So. Und die Montage auswerfen, ins tiefe Wasser und langsam reinkurbeln. Sinkt natürlich sehr schnell ab. So. Ah, da war schon der erste Kontakt. Übrigens hier eine Tiefe von ungefähr 8 Meter. Wir stehen direkt auf dem Berg. Ich habe also auf 3 Meter Wassertiefe geankert. Das Boot treibt so über 8 Meter jetzt. Und nach hinten ist es abfallend. Man kann wunderbar, wenn man jetzt die Montage langsam hochdreht. Thank you.
Ich hoffe, ich konnte euch von der Fängigkeit von Zwister und Zocker hier am Schweriner See überzeugen. Also ich habe mein Armbrot zusammen. Ein paar Fische konnten wir überlisten. Ich wünsche euch noch viel Spaß und vor allen Dingen immer dicke Fische.